komm her. In die Mitte. Boah. Geh weg, komm. So viele Wumpas, aber ich brauche die alle gar nicht. Naja, bevor sie irgendwer anders sammelt. Ist mal die Nitro ausgelöst für ihn hier. Ding und die getötet. Koala Kong getötet. Alter, Brio ist fast... Das wird spacken! Wie blöd. Ich nehm's an. Natürlich, aber... Das ist dumm. Der ist eigentlich das Schlauste von allen, ne, und läuft da rein. Wumps. Scheiße. Oh, Nitro. Oh, Dingmodil. Wumpas. Die Nitro muss da weg. Die nervt. In der Sicherheitsecke. Dingmodil erstmal. Die Kisten hier. Oh. So, so geht das. Erstmal TNT dahin. Komm, hier die Kisten wegnehmen. Sind wir schon tot? Nein. Dingmodil ist vielleicht tot. Weg! Weg! So, Kong ist tot. Ist nur noch er hier wieder. Unser Problemfall. Eine Kiste, das hat rot. Gewonnen. Du gewinnst. Ging doch leichter als gedacht auch, ne? Trotz eigentlich größten Nachteilen im Level. Och, wir kommen gut voran, ne? Würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt schon, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde auf. Vier Relikte, geht. Ne? Würde ich mal sagen, weil sind nicht gerade leicht. So, Warbrum durch. Warbrum 2. Vier Relikte, ja. Nein, 2. Den schwersten will ich nicht gerade machen. Wobei, 5 können wir... Wobei, 5... Wir haben ja die 2 Level freigeschaltet, ne? So, eigentlich... Ich würde sagen, wir holen erstmal alle Goldrelikte. Weil das habe ich so oder so vor. Und ich sag mal, wenn... die Platten... Ja, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Es ist eine Last mit diesen letzten Dingern, aber... Ich sag mal so, da habe ich immerhin noch was zu tun. Desert Fox, los geht's. Geilstes Level eigentlich. Aber hier sind Tiny und Kong jetzt drin, zu 100%. Oder? Ja, wobei. Nee, ich wette, es ist die Besetzung wie eben. Brio auf jeden Fall. Brio, Rillaroon, Kong wette ich. Nee, Brio, Rillaroon auf jeden Fall muss der sein in so einem Level. Aber Tiny und Cortex, ja. 3, 2, Coco hätte ich mir 1, hier auf keinen Fall los. Erwartet. Hier muss man jetzt ein bisschen Köpfchen anwenden. Und in Hoffnung, ja, dass manche Gegner einfach so mal reindonnern. Unsere Schüsse sind hier jetzt auch sehr viel schlechter. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir Tiny schnell tot kriegen. Ah, Hilfe! Oh, beide tot. Cortex lebt sogar noch. Aber Tiny hat aus irgendeinem Grund noch überlebt. Das ist mir ein Rätsel. Oh, scheiße, Rillaroon. Oh, die Mine. Oh, ich zeige erstmal so einen Selbsttreffer. Weil die Mine hätte mich umgebracht. So, Cortex ist tot, eine Bedrohung weniger. Tiny auch gleich. Wie gesagt, gleich. Und Rillaroon, die alte Potsau. Tiny hat sich selbst umgebracht. Oh, oh. Das war knapp. So eine Wumpa-Frucht könnte ich jetzt gebrauchen. Der Treffer, der jetzt kommt, der könnte entscheidend sein. So, er ist reingefahren, ist gut. Weg hier. Und er ist tot. Zack. Ja. Man muss jetzt zusehen, dass die Gegner quasi einen in die Falle fahren.
Wenn sie erstmal in eine Richtung eingeschlagen haben, dann kann man im Schuss eigentlich gar nicht mehr ausweichen. Die Panzer fahren ja alle gleich schnell, da hat man quasi schon verkackt. Deswegen das letzte Panzerlevel, das ist extremst geil eigentlich, weil da fahren die Panzer super schnell und naja. Da muss man schon ein bisschen flink sein, was ich mit, wie in den Beileveln ja auch, mit flinken Spielen, da habe ich es nicht so, ne? Der Cortex ist schon hinüber, das ist nice. Und zuerst Tiny würde ich es, obwohl ne, Rillaruhr hat weniger Gesundheit. Rillaruhr, mach dich alle! Tiny kriegt auch sein Fett weg. Und er killt mich gleich sogar. Oh, das war knapp. Weil ich konnte ja wirklich nichts machen. Die Mine war im Weg. So, Tiny. Tiny, Tiny, Tiny. Boah, war das knapp. Beinahe hätte der Sack mich getroffen. Und gewonnen. Du gewinnst. Easy Level. Wenn man so ein bisschen defensiv spielt. Wenn man Panzerlevel muss man mit Crash wirklich defensiv spielen. Aber das kann ich ja. Ne? Nicht so wie in den Bash-Leveln, wo einfach alle einmal auf einen eintrümmern und irgendwie 10 Meter so ein 100 Kilo Batzen da werfen können. Das ist nicht real. Gut, beim Kong will ich es noch verstehen, aber bei Brio mit seinem Ding schwer. So eine Schwerkraftpistole will ich auch haben, ey. Und dann die Leute wie bei ersten Cortex-Boss tot spratzeln mit solchen grünen Blitzen da. Das wäre nice. So. Ja, hier die gleichen, ne? Wie eben aus Jungle Bash. Brio Ding oder Kong. Deswegen merkt man auch immer, ja, wenn man es nicht schon so gemerkt hat, welche Leveltypen auch zueinander gehören. Es sind die gleichen Level-Experten. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht durch Doofheit in solche Löcher reinfallen. Das passiert hier gut und gerne mal. Aber zum Glück passiert das den... Oh, scheiße. Zum Glück passiert das den Gegnern auch ab und zu. Ja, Brio hat sich eben gerade verabschiedet. Oh, Dingo Dai, bleib da stehen, das verstehst du gut. Oh, warum muss jetzt Dingo Dai hier unten sein? Das gefällt mir gar nicht. Da soll er nur kommen, ich knall ihn weg. Oder ich schub's ihn ins Loch rein. So, wie kriege ich jetzt Kong tot? Vielleicht schafft er es ja auch so selbst, wenn ich mir das so angucke. Schuhe, auch nice. Bin ich ein bisschen schnell unterwegs hier. So, jetzt werfe ich Kong einfach ab. Solange bis er... Uff, gib it. Wow, das war knapp. Die Nitro, die musst du auf jeden Fall... Du gewinnst. Ja, das meine ich. Mit ab und zu machen die Gegner es auch mal ganz gern. Die springen einfach in ein Loch. Die sehen halt, och, einem gönne ich ihm. Jetzt geht's wahrscheinlich ab. Los. So, Brio, mache ich erstmal ein bisschen Schaden. Oh, ja. Und dann bin ich auch schon gleich tot. Sollte ich aufpassen. Ja, was sollte ich da denn noch machen? Ich war gerade am Wegrennen, da kommt Dingo, der wirft mich in den nächsten an. Komm. Ich wollte nur die Maske haben. Ich ja schon am Anfang... Ja, nee, ist klar. Die Nitro spawnt einfach mal vor... Brio ist weg? Sonst geht's noch. Ne? Dingo. Das waren ja ein paar Kisten hier ver... Die Kisten spawnen hier zu schnell. Vor allem auch immer, es sind natürlich auch immer Explosive. Die spawnen ja nur zu 33% so hart von den Nitros. Die haben eine Spawn-Prozentual-Chance von 10% hier. Und die spawnen einfach nur vor dem Explodieren. Nice. Lass mal ein paar Kisten hier zerstören. Umso weniger kann man hier Schaden nehmen.
Ey, ist das ein dummer Idiot, ne? Er tritt dagegen. Pum, drei Kisten explodieren. Würde mich nicht wundern, wenn man dann stirbt. So ein Ding da ist natürlich auch immer sehr nice. Man darf nur nicht beim Versuch, das weiterzugeben, dabei draufgehen. So wie ich hier gerade. Ich bin nicht gerade in einer Position, wo ich sagen könnte, ich würde noch alles überleben. So, vielleicht stirbt den Modell. Wie hat der da bitte keinen Schaden genommen? So, erstmal hier. Zack. Und zack. Das ist schon mal sehr nice. Und die letzte. Fuck, die hat nicht getroffen. Jetzt mal eine normale nehmen. In Hoffnung, dass die trifft. Nice. Und die letzte. Du gewinnst. Das ist ganz praktisch, wenn die Gegner so ein bisschen eingekesselt sind. 3, 2, 1. Entweder fallen sie dann meist ins Loch oder machen nichts mehr. Eben hatten wir den zweiten Fall. So, Kong. Modell, Vorsicht. Kisten weg. Wumpas her. Das war aber sauknapp. Na, Dingodal, du bist tot, wenn du da stehen bleibst. Das ist ja echt eine Dummheit. Hui. Hui. Fuck. Oh, der hat mich nie getroffen. Alter, schubst du mich ins Loch? Ist was los? Freund. Oh, Kong. Kong, warum? Kong. Rio ist tot. Und Dingodal. Gott. verdient 6 Relikte von 28 macht ja bisschen über ein Fünftel. So, Pogagogo, sehr einfaches Level eigentlich, wenn man hier von den Gegnern in Ruhe gelassen wird. Ist das mit das leichteste Relikt, ist auch eigentlich das leichteste Goldrelikt, hätte ich jetzt mal gesagt, weil man muss ja nur ein Quadrat hüpfen. Was ist daran schwer? Soll ich doch hinkriegen, oder? So, wir haben wieder die Hüpfmeister. Coco, Rillaro und Dingodal. 2, 1, los! So, machen wir wieder unsere schönen Neunerkreise. Mit dem Schuh wäre es natürlich noch extrem besser. Oh fuck, ich mache keine richtigen Quadrate, sehe ich gerade. So, guter Anfang. Ist immer schwer. Jetzt mal wieder reinkommen. 12. Ja, das war dumm. Die Dinger hasse ich auch sowas von diesen roten, die blauen. Entschuldigung. Diese Spratzeldinger. Ich mag sie nicht. So, jetzt auf jeden Fall in die eigene Ecke. Zack und zack und zack und zack und nein, zack. Ja, das war dumm. Ja, nochmal, genau. So, Rillaro, raus aus meiner Ecke. Ich habe hier was zu tun. Und damit hat natürlich die Arbeit sehr viel einfacher. So, 10. Rillaro, mach einen Abgang. Die zu, dass du lang gewinnst. 109 habe ich, das ist akzeptabel. Schließen wir das Ding hier, 19. Nochmal 12. Und, oh, doppelter Pfeil. Ich sollte ein Quadrat schießen, nicht wahr? 140, sollte reichen. Die Gegner haben mich ziemlich in Ruhe gelassen, die Runde. 13 Punkte. Aber ich kann euch versprechen, das nächste Level nicht so leicht. 3, 2, 1, los! Dann wird wieder eine Ecke schwerer. So, ist mal so ein Ding hier, das ist immer gut. Jetzt kommt Dingo da und versalzt mir die Suppe. Sehr nice. So, 15. Den noch zu hier, 6. Und dann möglichst zusehen, wie in die eigene Ecke zu kommen. Ein paar schnelle kleine machen. 4. 4. Nein! So, bleibt das Ding da, das finde ich nett.
4. Oh, Dingodil, verpiss dich. Das ist mein Fall, das kannst du abschneiden. 8, 4, 4, 4, 4. Ich muss nach oben, da ist ein dicker, dicker, dicker Schuh. So. Denn damit geht's jetzt ab. Ich habe zu wenig Punkte. Scheiße, ich brauche mehr. 4, 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Boah, das wird eine richtig knappe Geschichte. Hallo, ich drück nach links. Was macht er denn? Er ist nicht in meine Richtung gelaufen, die ich gedrückt habe. Was soll das für ein Bullshit? Fuck, ich verliere. 14. Kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Der ganze Samstagabend ist schon wieder im Eimer. Ein Punkt hat gefehlt. Ey, das kann nicht wahr sein. Und ich sag noch so groß betont, es ist das einfachste Spiel. Und ich lege einfach mal den dicksten Fail hier hin. Das ist typisch für mich. Ich glaube, ich benenne mich um. Schokobomber. Der Typ mit der großen Klappe oder so. Oh, verpiss. Alter, das... Das ist mein Quadrat da oben rechts. Muss mal wieder so ein paar Schnellquadrate machen, ne? So. Zack. Und zack. Und zack. Hallo. Lass mich in Ruhe. Die Pfeile bringen es jetzt auch. Wenn sie in die falsche Richtung zeigen. Ey. Schuhe her. So. Jetzt haben wir ein paar Schnellquadrate hier. Ab in meine Ecke. Das sollten die anderen vielleicht auch mal machen. Oh, da unten Schuhe, die brauche ich. 28, leck mich im Arsch. Irgendwer die Schuhe geklaut. Hallo, verpisst euch. Ja, danke. 15. 4. Doppelfeil auch immer gerne. Den noch da oben. Dingodil geht weg. 119 lege ich vorne, ganz knapp vielleicht, ja. Und den noch schließen, jetzt 12, sollte reichen. Was? Du gewinnst. Boah, ich habe gerade auch bei der Fotze, und jetzt sagen sie mal, aber aus gutem Grund aufs Konto geguckt. Die hat gerade wie viele Punkte mit einem Schlag gemacht? Das muss an die 40 gewesen sein. Los. Das ist das halbe Feld. Das ist ein 8x8 Feld. Das glaube ich nicht. Das glaube ich gerade wirklich nicht. Tut mir leid. Fuck. Aber das glaube ich nicht. Warum habe ich sie nicht getroffen? Aber ich habe den Modell getroffen. Scheiße. So, ab in meine Ecke hier. Ach, gut, dass das Quadrat noch gezählt hat, ne? So, 16, 4, 4. Alter, wo konnte ich da denn bitte ausweichen? Auf beiden Linien war eine Rakete im Anflug. Jetzt habe ich wieder in die Ecke eingesetzt, das darf ich ja nicht. So, ab in meine Ecke.